Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Robchen an. Dieser hat über Mintos geschrieben, welches er mit 4,8 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Mintos Erfahrungen. Mintos seriöses Investment? Mintos bietet es Privatleuten an, Bank zu spielen zu dürfen. Auf ihrer Plattform befinden sich etliche Kreditnehmer, die einen Kreditwunsch haben. Anstatt sich damit an die Bank zu wenden, haben sie das Internet zugezogen. Als Privatperson bekommt man nun die Möglichkeit, in diese Kreditnehmer und ihre Wünsche zu investieren und dabei die Zinsen zu gewinnen, bis zu 11,58% jährlich. Die Frage ist, die sich nun jeder stellt, ist Mintos seriös? Das will ich euch heute mit meinen persönlichen Mintos-Erfahrungen klären. Über Mintos. Die Firma operiert seit 2015 in ganz Europa. Der Firmensitz ist in Lettland, Riga. Mit Mintos wurde eine Plattform gegründet, die private Kreditnehmer mit privaten Investoren verbindet. Zum einen bietet es den Nehmern auch Kredite gewährt zu bekommen, die eine Bank ablehnen würde, wegen niedriger Kreditwürdigkeit zum Beispiel, und zum anderen ist es für Investoren eine gute Möglichkeit, schon ab 10 Euro profitabel einzusteigen. Bei Mintos investieren. Die Arbeit bei Mintos besteht darin, Nehmer und Geber zusammenzuführen. Wie die Leute sonst zur Bank gehen, können sie sich auch an das Internet wenden. Mintos sucht die Kreditwünsche durch und überprüft sie. Sofern alles stimmt, tauchen sie auf ihrer Plattform auf. Das heißt, man kann sich nicht direkt an sie wenden mit den Worten, ich brauche 5000 Euro als Kredit. Die Plattform hat einen primären und sekundären Markt. Im primären Markt werden all die Kredite angeboten, die Mintos überprüft hat. Zurzeit befinden sich dort über 45.000 verschiedene Möglichkeiten. Diese kann man sich sortieren lassen nach Währung, nach Rendite und Laufzeit. Die höchste Rendite liegt bei 18% und höher und die maximale Laufzeit beträgt 72 Monate. Hat man seine persönliche Suchmaske eingegeben, sieht man in der Übersicht die wichtigsten Fakten wie Auftragsdatum, Kredittyp und so weiter. Auf welcher Plattform der Kredit in Auftrag gegeben wurde, Summe, Rendite, Laufzeit und wie viel noch zur freien Investition zur Verfügung steht. Stimmen die Rahmenbedingungen, kann man sich noch Details zu der Person einholen, die den Kredit nehmen möchte. Dort sieht man zum Beispiel, wofür das Geld verwendet wird. Und, wenn vorhanden, sieht man auch einen Zahlungsplan mit vergangenen und zukünftigen Zahlungen. Außerdem kann man auch einsehen, wie sich die Investoren aufteilen und wer wie viel investiert hat. Am sekundären Markt können Investoren ihre Investments wieder verkaufen. Das kann zwei Gründe haben. Entweder man will einfach wieder liquide sein und man muss vielleicht auf das Geld zurückgreifen können, oder aber man braucht Profit, indem man es als Premium verkauft. Bei Premium bietet man sein Investment an, plus 5% Aufschlag und macht so noch etwas Profit. Am sekundären Markt zu investieren kann den Vorteil haben, attraktive Angebote zu finden, die am primären Markt nicht mehr zu finden sind und diese eventuell sogar zu vergünstigten Preisen. In welche Kredite man investieren will und an welchem Markt, kann sich jeder selbst aussuchen. Es gibt auch noch die Möglichkeit des Auto-Invests. Das ist ein Algorithmus, der bestimmten Kriterien Kredite auswählt. Die Kriterien kann man vorher auswählen. So baut man sich zum Beispiel eine Strategie auf, die hohes Risiko fährt und lässt das Programm entsprechende Kredite aussuchen. Der Vorteil ist, dass das Programm auch Kredite in das Portfolio aufnimmt, die noch gar nicht im System sind und zum manuellen Investieren. Mintos Gebühren. Die Anmeldung ist kostenlos und so ist auch das Investieren kostenlos. Es werden keine Servicegebühren berechnet. Mintos behält sich aber das Recht vor, in Zukunft gegebenenfalls solche Gebühren einzuführen. Beim sekundären Markt muss der Verkäufer 1% des Verkaufspreises als Provision abtreten. Mintos Einzahlungen und Auszahlungen. Prinzipiell sind Ein- und Auszahlungen per Banküberweisung möglich. Es gibt aber auch viele Online-Zahlungsanbieter, die man auswählen kann. Vor der ersten Auszahlung muss man beachten, dass man sich ausweisen muss. Dafür muss man zum Beispiel seinen Personalausweis scannen oder abfotografieren. Das muss geschehen wegen der Anti-Geldwäsche-Gesetze. Meine Mintos-Erfahrungen. Mein bester Freund hat mir von Mintos erzählt und davon geschwärmt. Er selbst macht das schon ein paar Monate und hat auch schon Rückzahlungen auf seine Investments erhalten. Er sagte, dass das der Startschuss für ihn sei, um es auch Freunden empfehlen zu können. Da ich ihnen solchen Sachen vertraue, habe ich es mir mal angesehen. Das Unternehmen ist extrem transparent. Auf ihrer Homepage kann man sämtliche Statistiken sehen. Es gibt eine deutsche Support-Hotline und sämtliche weitere Informationen. Da ich mich mit Finanzen und Investments nicht so gut auskenne, bin ich immer froh, wenn etwas auch für mich verständlich ist. Hier sind keine Börsen, Banken oder sonstiges involviert. Man weiß, wo das Geld ist und man hat selbst volle Kontrolle. Nach kurzer Recherche habe ich mich angemeldet. Das Formular fragt die üblichen Sachen ab. Das Geld habe ich per Bank auf das Mintos-Konto überwiesen.
Nach 2 Tagen war das Geld schließlich da und ich konnte mir die Kredite auswählen. Von dem Auto-Invest habe ich erst einmal Abstand genommen. Ich habe erst einmal mit 500 Euro angefangen und das aufgeteilt in 6 Angebote. 2 Kreditnehmer haben bereits mit der Rückzahlung begonnen. Das zurückgezahlte Geld landet dann zunächst auf dem Mintos-Konto. Von dort kann man dann sich das Geld auf sein Bankkonto wieder überweisen lassen. Von Mintos aus entstehen bei der Auszahlung keine Gebühren. Wie es mit Mintos und Steuern aussieht, da muss sich jeder selbst informieren. Generell empfiehlt es sich natürlich, sich damit auseinanderzusetzen, sobald man den steuerfreien Betrag übersteigt. Da ich bisher noch nichts auszahlen lassen habe, habe ich mich damit noch nicht weiter beschäftigt. Sobald ich genug angesammelt habe, komme ich aber nicht mehr drum herum. Ich habe bisher nur positive Erfahrungen machen können. Die Investments laufen so, wie sie sollen. Die Rückzahlungen sind ebenfalls viel vereinbart. Ich finde, es ist eine sehr unkomplizierte und profitable Möglichkeit, sein Geld anzulegen. Da ich jetzt gesehen habe, dass es tatsächlich funktioniert, werde ich vermutlich auch noch etwas nachlegen. Ich denke, dass ich damit alles gesagt habe, was ich sagen kann. Meiner Meinung nach ist Mintos seriös und zuverlässig. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.